Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder mal der Elefantenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Ich sitze hier mitten in der Raumbühne Babylon am Opernhaus Halle, auf der ich Verdis Requiem gehört und szenisch erlebt habe. Und jetzt muss ich erstmal eine ganze Menge erklären, glaube ich. Erstmal dieses Prinzip der Raumbühne. In der letzten Saison ist der damals neue Intendant Florian Lutz hier gestartet, ebenfalls mit einem Raumbühnenkonzept von Sebastian Hanack. Das war die Raumbühne Utopia. Und das haben sie diesmal wieder gemacht. Da ist das ganze Theater überbaut und also Zuschauerraum, Seitenbühnen, alles ist ein einziger Spielraum, wo auch Zuschauer und Künstler, also Sänger, Chor, Solisten, nicht mehr getrennt sind. Und allein das ist ein szenisches Erlebnis, was total spannend ist. Ich schwenke mal die Kamera so ein bisschen in diese Raumbühne rein, dann sehen Sie das alles. Und schwenkt wieder zurück zu mir. Ich muss mich jetzt sehr beeilen. Sie sehen, die Techniker sind hier zugange und bauen schon ab. Und deswegen will ich Ihnen ganz schnell noch ein bisschen was von diesem Requiem erzählen, was wirklich ein großes Erlebnis war. Ein großes Erlebnis war es schon deshalb, weil in dieser Raumbühnensituation in letzter Sekunde gleich mehrere Künstler ausgefallen sind und ersetzt werden musste. Unter anderem der Dirigent Andreas Sanguinetti. Und wie der diese räumlich unglaublich komplizierte Situation zusammengehalten hat, das muss ich wirklich sagen, das war sensationell. Und wie er in dieser Raumsituation dieses Requiem zu einem Ganzen gefügt hat, auch mit dem Orchester, es war richtig klasse. Das hat mich total beeindruckt. Obwohl in dieser szenischen Situation natürlich es ganz schwer ist, jetzt diese Verdi-Musik in ihrer ganzen Authentizität zu entfalten, war das musikalisch vom Orchester, vom Chor, von den Solisten sehr, sehr gut. Aber worum geht's? Florian Lutz überlagert dieses Requiem mit einer Metageschichte. Wenn man so will, geht er davon aus, dass sich am Tag des Zorns herausstellt, dass es Gott gar nicht gibt und dass die Menschen selber dadurch, dass sie sich immer katastrophaler entwickeln, diesen Tag des Zorns hervorbringen, dass sie auseinanderfallen in einen eher zivilisierten Teil und einen eher äffischen Teil. Am Ende setzen sich dann die Zivilisierten durch, indem sie die Affen alle umbringen, gründen eine ja irgendwie befreite Menschheit, die aber gleichzeitig ein schreckliches Gewissen auf dem Kerbholz hat. So eine Überformung einer eigentlichen Handlung, oder man kann beim Requiem ja nicht sagen Handlung, aber einer Thematik, hat natürlich manchmal eine gewisse Umständlichkeit, weil man diese Geschichte irgendwie transportieren muss, obwohl man das Material dafür gar nicht hat. Das war auch hier ein bisschen das Problem. Das ging über Videoscreens etwas umständlich, aber als man dann drin war, so ging es zumindest mir, war man erstaunt, wie viele Themen aus Verdis Requiem, die Unterscheidung zwischen den Guten und den Bösen, das Ringen um Erlösung, die Angst vor dem Tod, die Sündigkeit, die Angst vor der eigenen Vollkommenheit, wie viel man von diesen Themen tatsächlich behandeln konnte. Das war unglaublich assoziationsreich, als dann diese neue Zivilisation gegründet wurde. Dann gab es dann auch so Parolen, naja, komm, jetzt muss ein Schlussstrich sein mit der ewigen Schulddebatte. Da hatte man so die Verweigerungshaltung gegen die Erinnerungskultur des Nationalsozialismus. Da packt Florian Lutz ganz viele Assoziationen rein. Das macht diesen Abend spannend, der manchmal auch sperrig ist, aber ich fand ihn insgesamt sehr spannend, sehr eindrucksvoll. Und man muss wirklich sagen, diese Vorstellung war fast ausverkauft. Oder vielleicht sogar ganz ausverkauft, kann man bei dieser Situation nicht so ganz beurteilen. Und die Leute haben applaudiert, das war unglaublich. Also wenn Sie die Gelegenheit haben, sich das noch anzuschauen, Sie werden einen sehr, sehr ungewöhnlichen, sehr spannenden Theaterabend erfinden, beziehungsweise vorfinden, erleben. Und mit einem schnellen Schwenk über diese Raumbühne, ich muss jetzt langsam hier weg, verabschiedet sich Detlef Brandenburg vom Theatermagazin der Deutschen Bühne. Bis demnächst in einem anderen Theater.